Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu Pokémon Schild. Ich bin euer GigaGreevy und das ist ein Let's Play der besonderen Art, nämlich ein Live-Let's Play. Ich spiele nämlich Pokémon Schild live auf Twitch. Den Link gibt's in der Beschreibung und falls es mal jemand nicht schaffen sollte, der kann hier auf YouTube die Parts nachschauen. Ich versuche immer von Montag bis Freitag ab 19 Uhr ein bisschen Pokémon Schild zu streamen. Ja, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit den nächsten Abenteuern in Pokémon Schild. Ja, wir wechseln mal in den Pokémon-Stream rüber. Wir wollen nämlich jetzt die Zeit nutzen. Der Stream heute geht nicht so lang. Aber wir werden ein bisschen in der Story weitermachen, damit wir da auch mal vorwärts kommen. Da müsste ich aber dafür auch mal dahin fliegen, wo wir hin müssen. Nämlich wieder nach Claw City. Dafür hast du ja noch 100 neue Chancen. Was meinst du jetzt genau? Das ist Engine City, ne? Claw-Plateau. Wir gucken mal, ob es ein Mega-Raid gibt hier. Das geht ja direkt los. Was ist denn da los? Oh Gott, was für ein Schneegestöber. Guck mal, da unten ist doch ein Raid. Ich würde gerne mal wissen, ob es vielleicht diesmal Relaxo wird. Ich krieg einfach keine geilen Raids, ne? Wisst ihr das? Ich krieg keine geilen Raids. Ihr könnt es vergessen. Ich bleib mal da, aber ich zeichne nebenbei. Hoffentlich erfolgreich letzter. Ja, das ist okay, Shirina. Hör ruhig ein bisschen zu. Wie gesagt, es wird hier nichts groß zu Star Wars gesagt. Es wird morgen ein Review geben. Es wird auch ein Spoiler-Review geben auf meinem YouTube-Channel, beziehungsweise entweder oder auf meinem Star Wars-Kanal, den es ja auch gibt. Ich habe jetzt leider keinen Link bei der Hand dafür. Ich müsste mir mal so ein Nightbot-Command dafür geben. Was war, hallo? Das war ja geil. Genau. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich will Star Wars nämlich noch sehen, hab extra gesagt, bei mir wird nicht gespoilert. Da müsst ihr keine Angst haben. Das gab's gestern schon. Das gab's gestern schon da drüben. Ich hab einfach super Pech, wenn es darum geht. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Huch, nein, das wollte ich auch nicht. Nein. Oh Gott, was bin ich heute neben der Spur? Ja, ich möchte mit dem Camping wieder aufhören. Danke. Ist auch gemein, dass du in diesem Ladebalken jetzt so feststeckst. So, setz deine Arena-Challenge vor. Es ist ein bisschen krass gerade für mich, hier Pokémon zu spielen, weil mein Schädel ist voll mit Star Wars. Rate mal, wer eine Pokémon-Challenge angefangen hat. Okay, nur Nasslocke. Aber okay, nice hier, sehr sweet. So, ich wollte mir eigentlich noch ein paar Bälle holen oder generell mir noch ein bisschen Proviant mitnehmen. Oh, und Sanja ist da, meine Freunde. Hallo, na, wie geht's voran mit den Arena-Orden? Ich habe die antike Stätte von Passbeck jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. So vieles ist noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Hallo, wo? Nicht schon wieder! Ich find's schön, dass der alte Mann so toll. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Grüße Sunny, hallo, hallo. Und hallo, Alter, der Thomas ist mal wieder mit am Start. Guck mal, der ist sogar noch Mod hier. Hab ich nie weggemacht. Hallo, mein Lieber. Na, alles schick? So wie ist dein Rührei? Ach nö, jetzt geht das schon wieder los. Alter Mann, der alte Mann im Hintergrund. Was ist hier los? Was um alles in der Welt war das? Und der ganze Turm stürzt jetzt ein. Oder Saruman und Gandalf kämpfen da oben. Das laute Geräusch eben kam aus dem Klorstadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Eine Energiequelle hier? Was zum... Schlägt dein Detektor etwa aus? Meine Wünschelrute auch, Sanja. Ja, genau. Das sollte eigentlich nur an Orten geschehen, wo es möglich ist, Pokémon zu deinem maximizen. Hä? Er ist doch aber in der Arena. Natürlich geht das da. Ich bin noch in der Arbeit und warte darauf, dass mein Fahrzeug endlich Winterreifen drauf hat. Jetzt erst Winterreifen, mein lieber Scholli, du. Kann aber teuer werden, wenn es draußen glatt ist und Kälte und Temperatur und so. Aber ich habe auch erst ganz spät Winterreifen dieses Jahr drauf gemacht. Ich warte ja auf Speedpaints. Okay. Sanja, nee, we were the Nomad Italian, genau, so hat er gesprochen. Ich muss immer mich daran erinnern, wie ich die Leute synchronisiere, was ich denen für Stimmen gebe. In der Schweiz ist keine Pflicht. Ach, das ist ja krass. Sanja, Greevy, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Und ich habe euch direkt hier gefunden, obwohl es nur wenige Sekunden her ist, aber dass ihr zusammengefunden habt. Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sich mitten in Claw City ein Pokémon Dynamaximizen.
Im Ernst? Das sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee. Ich komm mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Okay. Ich gehe mal weiter. Ich kann's kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Zischestre, damit du dir den nächsten Orden schnappen kannst. Okay, nice. Okay, gibt einen mega Knall, mega Problem. Ich kenne die Leute, ich könnte denen helfen, aber ich sag, nö. Ach, und wer ist denn da? Wer steht denn da am Eingang? Wir haben auch noch keine Winterreifen. Wow, Leute, ihr müsst in Deutschland Winterreifen jetzt mal langsam drauf machen, ne? Andererseits ist es so mild für Dezember. Also in den meisten Städten, glaube ich, sogar noch zweistellige Temperaturen. Das ist richtig Wahnsinn. Wir sind letzten Freitag nach Bremen gefahren und selbst mit den Winterreifen war das bei der Glätte schon nicht... What? Okay, war es so glatt bei euch? Dass diesmal nicht der 10-Jährige die Welt retten muss. Auch wieder wahr. Hey, Hop! Hey, Greavy! Hups, ich hab fast mich selbst... Hi, hallo! Ich winke. Ganz nervig. Oh Gott, da steht er schon. Gehen wir mal hin. Dann war es kein Tesla. Dieser Wald und Papellas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Ja, natürlich will er wieder gegen mich kämpfen. Logo. Aber bevor wir das tun, hole ich noch in der Bahnstation ein bisschen Sprudel, ein bisschen Limonade. Damit wir unsere Pokémon auch immer gut heilen können. Ich würde die auch gerne gewechselt haben. Es war kalt, also nicht irgendein Grund. Okay, okay. Alright. Glückskeg. 85. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. So, wir haben immer noch genügend Geld. Alles kein Stress. Von daher passt das schon. Leute, ich will über Star Wars reden. Wisst ihr das? Ich mache einen Pokémon-Stream. Ich will die ganze Zeit über Star Wars reden. Das ist furchtbar. Das ist richtig schlimm, ey. Aber wie gesagt, morgen, also es ist der 19. Dezember, da werde ich ein Review veröffentlichen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe gar keine Let's Plays hochgeladen heute. Ups. Vielleicht sollte ich das mal noch machen. Ich werde dann gleich mal noch eine Folge hochladen, Freunde. Bevor ich wieder ins Kino gehe. Ein bisschen Zeit habe ich ja. Wir werden ja eh nicht lange streamen, von daher keine Sorge. Was ist denn hier eigentlich los? Jetzt können wir doch endlich hier zum neuen Pokécenter. Ich gehe jeden Tag zum Friseur. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn meine Haare durcheinander geraten. Ist bei mir ähnlich, aber jeden Tag zum Friseur ist mir ein bisschen zu teuer. Der Champ ist so stark, das ist schon nicht mehr feierlich. Da bräuchte jeder Normalsterbliche doch mindestens 10 Pokémon, um gegen den überhaupt eine Chance zu haben. Ja, oder Mewtwo. Wenn ich bei der Arbeit durch den Zug schlendere, schaue ich mir gern die Leute an. Ich überlege dann immer, wie viel sie wohl so als Pokémon-Trainer auf dem Kasten haben. Okay. Hier gibt's TMs. Oh, was haben wir denn da Schönes? Mega Hieb, Mega Kick, Donnerzahn, Eiszahn, Meteorologe, Grasfeld, Viridium, Stufe 5 Raid starten jetzt, sagt mir mein Handy gerade. Erhöht die Stärke von Pflanzen-Pokémon und regeneriert 5 Runden lang in jeder neuen Runde ein paar KP aller Pokémon, die den Boden. Krass, das ist geil. Nebelfeld, der erlittene Schaden durch Drachenattacken wird halbiert. Das sind ja geile Attacken, ey. Aber ich würde den Eiszahn ganz gern haben wollen. Können wir uns das merken? Ihr müsst mein Hive-Gehirn sein, Leute. Dass ich weiß, dass es hier Eiszahn theoretisch gibt. Aber ich glaube, wir haben auch irgendwo Eisstrahl schon gesehen. Von daher passt das. Überleg mal, wie viel Geld man da verdient. Da kann man sich das leisten. True. So, Leute. Route 7. Wir machen weiter. Damit sind wir verloren. Wo ist er, Hop? Hop, mein Lieber, wo bist du? Wenn wir der Hive-Mind sind, genau. Da ist er. Greavy, wenn ich stark genug werden will, um Dalian einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Du weißt sicher schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Ja. Der Hoppity, Hop, Hop, Hop. I said a hip, hop, the hip to the hip, hip, hop, you don't stop. Tomborg setzte ein. Ein Geist-Pflanzen-Pokémon. Korrekt. Also gut, dann schauen wir mal, wozu mein aktuelles Team in der Lage ist. Hatte er schon die ganze Zeit? Ja, der hatte die Vorentwicklung schon, ne? Ja. Ich habe einfach meine Pokémon nicht geheilt. Ich Dulli. Er verwirrt... Nein, nicht Mautzinger. Mautzinger ist dumm. Das ist nicht so intelligent. Das haut sich immer selbst. Team Hop. Hashtag Team Chop. Ja, die liebe Michelle wird wahrscheinlich dieses Mal nicht im Stream dabei sein können, weil sie mit ihren Hunden bestimmt gestern geht. Grüße gehen raus. Sie wird den Stream bestimmt nachschauen. Aber schön, dass trotzdem ein paar Leute hier Zeit gefunden haben.
um diese Uhrzeit, ist ja schon vor 19 Uhr. Ich hab's zwar hier übrigens, ne, Mautzinger hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gehabt. Lass doch mal Mautzinger in Ruhe. Ja, aber guck doch! Okay, okay. Diesmal hat's geklappt. Dunkelklaue. Ah, das macht ganz schön Aua. Er hat schon 5 Pokémon übrigens. Krass. Schon gut dabei, der Junge. Aber er ist hübsch. Erinnert mich an Carlo. So, das wäre Nummer 1. Kramor bekommt keinen Level ab. Furnifraß. Was war denn Furnifraß nochmal? Ist es dieses... Mit diesem Rüssel? Dieses Ameisenbär-Ding? Ich habe derzeit 24/7 nichts zu tun, außer zeichnen. Das ist doch schön. Nur morgen nicht, da muss ich zur Schule. Ja, genau, das ist das. Das ist ein Feuer-Pokémon, ne? Ja, genau. Feuer, genau. Deswegen habe ich mich für Kamalmisch hier. Vorabitur. Ah ja, Vorabitur. Dein Kampfstil erinnert mich irgendwie an den von meinem Bruder. Nice. Vorabitur fand ich immer sehr, sehr geil, weil da konntest du dich gut drauf vorbereiten. Also hättest du das Vorabitur nicht gegeben, ich glaube, dann wäre das Abitur nicht so gut verlaufen. Also da ist viel, viel Furcht weggenommen worden. Gortrom. Was ist ein Gortrom? No. Fand ich immer sehr geil. Wie oft macht man das? Ja, okay, ja. Also ich fand das geil. Ach, das ist die letzte Entwicklungsstufe. Ah, okay, nice. Na, das böllert doch rein. Nein, das Item. Aber egal, wir hatten Münzamulett schon. Alles gut. Wir sollten trotzdem doppeltes Geld bekommen. Ist mein erstes, bin etwas nervös, obwohl ich auch glaube, ich werde es schätzen. Wenn's... Also wie gesagt, ich finde, das hat sehr viel abnehmen können, so ein Vorabitur, weil du halt in dieser klassischen Prüfungssituation wie beim Abitur zum ersten Mal bist. Und das ist dann schon sehr, sehr praktisch. So, Kramor levelt auf, das gefällt mir. Er hat noch ein Relaxo. Huch. Er hat noch ein Relaxo, Leute. Zwolok kämpft in letzter Zeit zu wenig. Wir waren noch nie auf Zwolok angewiesen, so richtig. So viel zum Rich sein. Je nachdem, wie viele Fächer man schriftlich im Abitur hat. Ich habe 3 Stück. Ja, ja, ich hatte auch 3. Das war voll okay. Relaxo, schwieriges Thema. Ich möchte nicht daran erinnert werden, danke. Ich werde es schon noch irgendwie bekommen, Leute. Und wenn ich einen halben Tag nur farme. Body Slam. Relaxo ist schon ein Tier, ne? Oh ja, das könnte gefährlich werden. Doppelkick wird nicht so viel Schaden machen, oder doch? War klar. Was mir gerade einfällt, ich muss noch meinen Speedpaint hochladen. Ja, mach das doch. Horter? Es hortet Energie. Kommt ein Hypertrank? Es kommt kein Hypertrank. Ja gut, dann ist ja alles gut. Das ist alles schick. Das gefällt mir. Oh, ich dachte, Libolo kann aufleveln. Schade. Aber wir haben noch eins. Belektro. Das ist die letzte Entwicklungsstufe von Voldi, oder? Kann das sein? Bestimmt ist es das. Ja, komm, dann lassen wir mal Zwolok ran. In einigen Bundesländern ist das, glaube ich, noch mehr. Deshalb war ich unsicher. Ja, ja, also wir haben ein föderales Bildungssystem. Das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Nichts geht über einen Aufholsieg, nachdem man... Du hast nur noch ein Pokémon, ich habe noch alle 6. Autokorrektur kühlt wieder alles. Der Klassiker. Kopfnuss! Das sieht ja richtig cool aus. Das sieht ja richtig sweet aus, das Belektro. Haha, es ist zurückgeschreckt, das kann ich angreifen. Ist die Heizung ausgefallen, Giga? Ich habe sie nicht angemacht, Kedos. Ich habe sie nicht angemacht. Ich komme aus dem Kino, bin jetzt zu Hause, stream jetzt kurz noch eine Viertelstunde und dann muss ich noch ein Let's Play hochladen und dann gehe ich wieder ins Kino zu Star Wars. Call me a nerd. Eigentlich ist es ein Geek und kein Nerd, aber dass ich den Unterschied kenne, macht mich wahrscheinlich dann doch wieder zu nerd. I don't know. So, endlich haben wir den besiegt, meine Fresse. Mein lieber Mund. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können meine Pokémon natürlich nicht voll auftreten. Ist ja ganz klar, der Nichtschwimmer schiebt's auch auf die Badehose. Ich war noch gar nicht... Was? 3 spoilerfreie Worte? 3. Okay.
Okay, drei Worte. Okay. Ich wollte ja nichts groß zu Star Wars sagen, weil morgen kommt ein Review online. Okay, du hast einen ohne Spoiler und einen mit Spoiler. Kannst du dir gerne anschauen. Aufräumend ist auf alle Fälle ein Wort. Dann würde ich sagen, also aufräumen können wir auf alle Fälle machen. Versöhnlich würde ich sagen. Und ja, auch atemraubend, atemberaubend, wenn man so will. Im Sinne von, es gab Momente, in denen ich da saß und dachte, so. Aber mehr sage ich jetzt nicht. So. Weißt du, bevor wir in unser Abenteuer gestartet sind, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war Darien einfach nur dieser strahlende Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht. Und was mir dazu noch fehlt. Ja, komm. Weg mit dir. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Stimmt, das muss man ihm zugutehalten. Er macht sich, ne? Er gibt sich Mühe. Das muss man, der Hobbit ist schon dahingehend. Und er ist auch nicht mehr ganz so nervig. Er ist nicht mehr so. Er ist erwachsener geworden, ja? Der Character Arc, er biegt sich. Der Felix ist mit am Start. Felix, keine Spoiler. Felix, keine Spoiler, mein Lieber. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mache noch schnell dein Team wieder fit. Dankeschön. Ich wollte zwar gerade ins Pokécenter wieder zurück, aber bitte. Man kann ja trotzdem noch ändern. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will Darien den Unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen. Da ist sie wieder. Signature Move. Sobald ich mir den Arena-Orden ins Sister geholt habe, fordere ich dich wieder hinaus. Fordere mich hinaus und jetzt... Hinaus, hinaus mit dir. Du tu nicht gut. Ich schau den auch noch um 23 Uhr heute. Ich schau den auch noch mal ein zweites Mal, Felix, mein Lieber. Ich habe ihn jetzt geguckt und gucke ihn jetzt gleich ein zweites Mal, weil ich krank bin. Und morgen gucke ich ihn noch mal. Und am Freitag gucke ich ihn noch mal. Und dann schaue ich ihn mir wahrscheinlich im Januar noch mal in Berlin. Und vielleicht noch mal woanders. Mal gucken. Ich gucke den erst Ende des Monats mit meinem Freund. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich hatte aber, Leute, das erzähle ich euch mal hier an dieser Stelle. Ich hatte das bescheuertste Publikum, was es gibt. Also wirklich jetzt. Es ist Wahnsinn gewesen. Als Model bin ich Expertin darin, die Vorzüge meiner Partner ins Rampenlicht zu stellen. Die sind beim Opening Crawl, als der Text kam, sind Leute reingekommen. 5 Mann mit Popcorn und mit Eimer. Ich muss mich mal hier, warte mal, kann ich... Oh. Ich meine, die sind nicht durch meine Reihe durch, aber holy schnosy. Der geht denn zur Premiere von Star Wars so früh, wie es nur geht, um dann 5 Minuten zu spät reinzukommen. Dann hatte ich dort ein Mädel neben mir sitzen, die war mit ihrem Freund dort. Der Freund wollte wahrscheinlich den Film gucken, Felicity, jetzt kennen wir erstmal nicht. Und das Mädel, alle 20 Minuten, oh, ich schau mal aufs Handy, wie spät ist denn das jetzt eigentlich? Und die guckt nicht nur aufs Handy, nee, die guckt nicht nur aufs Handy, die guckt so mit richtig hell. Ja? Die hat volle Möhre angehabt, nicht so, sondern so. Alter, das war, nee. Freunde, das fand ich nicht cool. Darum soll man sich das nochmal anschauen. Daran redet sie auch noch so. Bekomme ich den Chat unter den Stream, sodass ich noch schreiben kann? Ja, das sollte gehen. Das sollte gehen. Im Januar auch mit mir nämlich, wird natürlich der Beste. Felix, ich habe leider noch, ich muss mit einem Kumpel und seiner Frau noch in den Film gehen. Ich könnte fragen, ob du da vielleicht mit darfst. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir den gemeinsam gucken können. Warum bei Star Wars mit Handy? Also mein Freund und ich wollen den definitiv beide gucken. Das war nicht die einzige. Es gab noch ganz viele andere im Kinosaal. Die hatten alle ihr Handy dabei. Und wie können denn Menschen nicht in der Lage sein, wenigstens mal für 2,5 Stunden ruhig da zu sitzen? Das ist doch echt nicht zu viel verlangt. Kenne ich leider diese Person direkt umklatschen, Lucifer. Richtig drastische Mittel hier. Richtig drastische Mittel. Ich weiß, du meintest doch sogar, dass wir da alle zusammen... Ah, siehst du, okay, perfekt. Das ist mir trotzdem immer so... Ah. Star Wars ist auch nicht so langweilig. Ja, keine Ahnung. Das ist so unsere heutige Gesellschaft. Die können es alle nicht mehr. Aus diesem Grund gehe ich ungern ins Kino. Das verstehe ich dann. Ich finde es halt sehr schade. Weil der Film... Also generell, weil solche Filme einfach
die muss man im Kino angucken. Und Kino ist eine schöne Sache. Riesige Leinwand, toller Sound, du kriegst Popcorn, was lecker ist. Und das ist schon schön und macht super viel Bock. Aber wenn du solche Leute hast im Kinofilm, dann ist es echt ärgerlich. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich gerne zu Premieren gehe. Weil die Leute, die zu Premieren hingehen, ganz gezielt, gleich als allererstes, das sind Leute, die wollen sich auch drauf einlassen. Die wollen den Film auch in Ruhe gucken. Und wenn du aber, zum Beispiel bei Star Wars, wenn du jetzt 2 Wochen wartest oder 3 Wochen und dann gehst du hin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dort Leute drin sitzen, denen es eigentlich total egal ist. Die lachen dann, die würden aufstehen, die würden... Es ist denen einfach scheißegal, was andere dort machen, dass andere das auch mitgucken. Es ist so respektlos teilweise, was in Kinosälen abgeht. Es ist furchtbar. Tinseltown hat dazu mal ein Tinsel-Talk-Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Einfach mal auf YouTube nach Tinseltown gucken oder nach Tinseltalk direkt. Was für eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. Danke. Danke, danke. Das hat man doch von Anfang an gelernt, dass das Handy beim Kino ausgeschaltet, stumm geschaltet gehört. Ich weiß. Aber die Leute haben ja keine Uhren mehr. Wenn die Leute eine Uhr hätten, dann könnten die ja so machen, weißt du? Was trotzdem doof ist. Und noch generell so, weißt du, du bist in der Premiere von einem Star Wars Film und die Credits kommen. Und die Ersten stehen auf und haben dann ihre Jacken und ihr Popcorn und... Oh. Oder neben uns saß auch noch ein Typ, der hat in den ruhigen Momenten... Oh, es ist ganz still gerade. Spannend, dramatisch, traurig. Da nehme ich mal meine Nachos. Danke für nichts, Junge. Danke für nichts. Wer schaut bei einem Film auf die Uhr? I don't know. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es doch auch nicht. Leute, die dumm sind. Also ich finde es halt wirklich respektlos, muss ich ganz ehrlich so sagen. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Ich finde, es gehört sich halt einfach nicht. Weil, ich meine, was willst du machen? Was bringt es dir, auf die Uhr zu gucken? Was bringt dir das? Wenn du jetzt merkst, oh shit, ich bin schon viel zu spät, ich wollte noch da und da hin, stehst du dann auf und gehst in der Hälfte des Films? Wahrscheinlich ja eher nicht. Okay, wir haben einen großen Fehler begangen. Wir haben nur noch 3 Netzbälle. Wir brauchen mehr Netzbälle. Tia, kannst du mal schnell googeln, wo es hier Netzbälle gibt? Ob in Claw City oder in welchem Pokécenter? Ja, geil. Der einzige Film, bei dem das erlaubt ist, ist Sharknado. So kann man halt auch gleich zu Hause bleiben. Ja, ich find's halt auch blöd. So, Mautzinger, Level 42, Schlitzer. Eigentlich eine sehr coole Attacke. Mit hoher Volltrefferquote. Und Geldsorgen haben wir eh nicht. Wir können auf Zahltag jetzt mal verzichten. Der Moment, wenn dein Lehrer dich anschreit und nichts von deiner MP5 im Rucksack weiß. Oh mein Gott, Lucifer, was ist los? Töte sie alle. Ach so, okay. Stundenweise so ein Apocalypse Now, in der ich war. Neben mir so ein Typ, der die ganze Zeit aufs Handy geguckt hat. Ah, das ist voll blöd, Leute. Bei mir war es so, dass ich mit einem Kumpel im Kino war und einen Film angeschaut habe. Waren nur 2 andere Personen da und wir durften haben Ja, das ist immer ganz schön. Voltula, das Stromspinnen-Pokémon. Es spinnt Fallen aus elektrischen Fäden nahe den Nestern von Vogel-Pokémon, um vor allem jene Jungen zu fangen, die nicht gut fliegen können. Ja, danke schön. Ich finde es eigentlich ganz sweet. Tia ist unser beloved Pokepedia. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir natürlich schon wieder zurückradeln. Beziehungsweise wir können direkt zu Engine City und Kielten. Okay. Ja, wenn wir mal nach... Ach so, wo denn? Warte mal, da gehen wir lieber direkt nach Kielten. Weil Engine City hat so viele Poké-Center. Ich google schneller als das Licht. Wir hatten bei Avengers Endgame so kleine Kinder im Kino sitzen, die jedes Mal, außer am Premierenabend im Savoy, den Film gespoilert haben. Der eine wurde am Ende mit dem... Okay, das ist halt echt assi. Also sowas macht man einfach nicht. Spoilern, ganz ehrlich, ich würde diejenigen rausschmeißen. Du kannst draußen bleiben. Gehe ich zum Kinosaal hin und sage, hier, bitte, weg. Dürfen die ja. Also, die haben ja Hausrecht. Die können sagen, nein, da ist nicht mit rein. So. Okay, hier gibt's keinen in Kielten. Zumindest nicht hier. Wo gibt's denn die hier? Wo konnte ich die denn kaufen? Ja, fährst nicht rum wegen dem Rührei, das ist nicht witzig. Ja, irgendwann ist auch mal so ein Witz ausgekostet, ne? Wo genau geht's denn jetzt hier, wo... Tia, weißt du es? I'm a bit confused. I am confusion. Vielleicht hätte ich doch zu Engine City gehen sollen. Wo geht's denn? Auf dem Markt. Ach ja, hier gab's den Markt. True. Den habe ich schon wieder ganz vergessen.
Hier. Genau. Okay, die hat nur Gewürze. Duftenden Rauch haben wir auch schon uns gekauft. Vor allem für 2000, ne? Ui, oh, Alter. Ein Magnet. Du kannst ja mal sehen, was man alles so findet. Das ist nur Vitalkraut und so eine Späße. Wäre jetzt mein Guess. Ah. Ja, nee, dann wohl doch Engine City, Leute. Ich schau noch mal. Ja, Engine City wird schon passen. Alles gut. Aber du kannst trotzdem gerne schauen. Damit wir es wissen für die Zukunft. Und du, Laserklumpi, das war ja nicht gleich böse gemeint, aber es ist natürlich schon so. Man kann einmal einen Witz machen, man kann ihn auch zwei, dreimal machen, aber wenn man halt zehnmal einen Witz macht, dann wird er dadurch ja nicht witziger. Das weiß man ja. Ist ja nichts Böses. So, ich glaube, 20 können wir uns mal gönnen. Mittlere Stadtebene. Okay. So. Das ging schon etwas schneller jetzt. 20 Stück im Sack. Da kommen wir erstmal gut hin. Und jetzt können wir wieder nach oben. Also das mit dem Fliegen ist dann schon ganz praktisch für solche Fälle, ne? Muss man schon mal ganz klar sagen. Loki, eine gute Freundin von mir, hat am Ende... Die heißt wirklich Loki, das ist ihr Name, krass. Hat am Ende, als der Film vorbei war, einmal so richtig laut gesagt, dass man schon dumm sein muss, um Geld auszugeben, um einen Film zu spoilern. Und der eine Typ neben uns ist beleidigt aufgestanden und gegangen. Das war tatsächlich ein ganz interessanter... Oh mein Gott. Boi. Aber ja, ja. Trotzdem bleibe ich dabei. Kino, dafür werden Filme gemacht. Und da ist übrigens ein Mauzinger interessant. So, mit wem wollen wir denn wir weiter mit Riffex, Leute? Riffex ist unser Spirit Animal hier. Och, nee. Ja, blockiert halt wieder. Grüße. Wer bist du? Ist ein bisschen warm angezogen. Ein Taxipilot hat immer und überall einsatzbereit zu sein. Auch für Pokémon-Kämpfe. Woohoo! Filme werden wir Netflix und Chill mit einem Girl gemacht. Nele. Nele Wuff. Ist eigentlich Nele wegen Nele, aber wenn du sagst mit dem Girl gemacht, dann wahrscheinlich eher Nele. Okay, das irgendwie zusammen. Nele will ich will nicht Nele abkürzen, weil Nele ist ja eher ein weiblicher Name. I'm confused. Aber Filme werden auch im Kino geguckt, Leute. Aber Netflix und Chill ist natürlich auch was Feines. Brauchen wir natürlich nicht. Sie heißt nicht Loki, aber wir sind seit einer WG-Woche mit einigen Avengers-Filmen zur Avengers-WG geworden und seitdem. Ah, okay. Achso, okay, er ist da. Die Rübe einfach mit dem Fahrrad umfahren, easy. Ja, einfach vorbeifahren. Was wollen die machen? Was wollen sie tun? Geronimats. Was war das denn nochmal? Ich probier's mal mit Kamalm. Flug, okay, schade dann. Er ist ja auch. Er ist ja Flugtaxi. Natürlich hat er Flug-Pokémon. Oh boy. Egal. Kamalm macht das schon. Felsgrab, Leute. Easy. Immer so. Funktioniert auch im richtigen Leben so, nicht anders. Einfach alles mit dem Fahrrad umfahren. Fahrradfahrer leben so, ja. So. Um hier nochmal die Spoiler zu unterbrechen, weil auf Twitter jemand meinte, der Film muss gut sein, wenn ich schon das Ticket für heute nochmal habe, 20 Uhr. Aber nein, ich habe das natürlich schon vor Monaten geholt. Bin in der Kylo-Mut und häcksle mich durchs Leben. Egal, wohin ich mit meinem Taxi düse, Einsamkeit und Niederlagen sind meine ständigen Begleiter. Das ist sehr dark. Sehr dunkel und traurig. So, sehr viele neue schöne Pokémon. Und auch natürlich wieder ein toller Baum mit Beeren, die wir pflücken wollen. Ich gehe noch einmal zeichnen. Ja, komm. I want more! More! Ich wollte zu viel. Und es ist wieder Schlaraffel. Ich hoffe ja immer, dass es dann wenigstens kein Schlaraffel ist, sondern Kikuri, damit ich es endlich mal fangen kann. Aber nein, ist es natürlich nicht. Gierlappen. Ja. It's true. Can't even deny that. Kann ich nicht nebenbei alle... Oh, aber ich habe trotzdem noch genügend andere. Eine Litzerbeere, zwei Wilbierbeeren. Siehst du, ist noch ein bisschen was da. So. Hä? Wow. Da gucke ich einmal kurz nicht hin. Kommt ein Mauzi um die Ecke. Ich werde jetzt nebenbei trotzdem schon mal Pokémon hochladen. Folge 20. Nee, 21. Sorry. Flucht. Schön, dass das Geräusch bleibt. Eine Sache, die bleibt. Und ich will das hier mitnehmen. Komm her! Gott, oh Gott, oh Gott.
Piskala! Eine kleine Qualle. Die würde ich sehr gerne fangen. Die Frage ist, ist Funkensprung zu stark? Ich hoffe nicht. Nö, das war auch gar nicht effektiv. Invertigo ist fehlgeschlagen. Aber es ist doch ein Wasser-Pokémon, oder nicht? Oder ist es Gift? Wir machen es mal mit einem Superball. Auch immer gegen etwas breit. Zero, mein Kumpel. Na? Na? Oh, lol, war direkt drin. Wann gehst du? Wann guckst du, ne? Ja? Wann guckst du, Zero? Ich hab schon geguckt. Ich guck jetzt gleich nochmal. Ich bin 20 Uhr nochmal drin, zum zweiten Mal. Komme gerade aus dem Kino. Oh ja, nice, Alter. Ich bin vorhin auch gekommen. Also, ja, aus dem Kino rausgegangen bin ich vorhin. 17 Uhr war ich, glaube ich, fertig. Und ja, nachher geht's nochmal rein, 20 Uhr. Ich freue mich sehr. Iskala, das Rotations-Pokémon, Unlicht-Psycho. Es lässt die Punkte auf seinem Körper blinken, um Gegnern den Kampfeswillen zu rauben. Diesen Moment nutzt es dann, um zu fliehen. Interesting. Zero, wir machen auf alle Fälle keine Spoiler hier. Ich werde morgen auf alle Fälle viel dazu sagen. Am 22. ist der Sonntag, ne? Ticket ist schon gebucht. Ja, ich gehe morgen 20 Uhr und am Freitag nochmal 20 Uhr. Ich gehe innerhalb von 3 Tagen 4-mal, Leute. Das ist einfach... Das ist auch nicht schön eigentlich. Eigentlich ist es krank. Aber egal. Traurig war trotzdem, ich habe ja vorhin schon ein bisschen gelästert über das Kinopublikum, weil das so schlecht war. Es war keiner da mit einem Cosplay, es war keiner da mit einem Laserschwert, außer mir natürlich. Aber das war schon ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mir da etwas mehr erhofft. Ha, Nerd, eigentlich ein Geek. So unter uns Bildschwestern, genau. So, Route 8. Es wird etwas steiniger. Aber wir kommen ganz gut durch. Was ist denn das hier? Ist das dieses Kugel... Ja! Oh, das ist so süß. Bei mir war nur ein Typ in einem Star Wars-Anzug. Na, immerhin. Immerhin. Aber mein Publikum war so schlecht, Zero. War deins auch so furchtbar? Erzähl mal. Bei mir waren Mädels drin, die haben permanent... Alter, geile Attacke. Die haben permanent aufs Handy geguckt. Dann einer, der hat an den ruhigen und dramatischen Stellen hat er hier... gefuttert. Es gab Filmplakate for free. Stimmt, die gab es bei mir auch, aber die fand ich nicht so... Also ich habe es nicht mitgenommen. Ich glaube, der Stand war dann auch schon weg. I don't know. Es gab Tassen für 5 Euro. Ich habe einfach dieselbe Attacke nochmal gemacht. Ich Idiot. Ja, das Plakat hänge ich mir eh nicht hin. Denn da will ich ein richtiges Filmplakat. Da will ich so richtig so ein schönes, großes will ich haben. Und ich glaube, die waren so relativ klein. Ist das auch Gift-Elektro? Weak, wer seine Snacks noch in der Mitte des Films hat, falls es da war. Aber Serious Shit kommt erst später, oder? Bei mir war super. Ich muss sagen, dass bei mir der Kinosaal nur halb voll war, was irgendwie komisch war. Ich war auch extrem irritiert. Mein Kinosaal war total klein. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ja, am Nachmittag kommt ja keiner. Ich bin wieder da und so wie ich gerade im Chat gesehen habe, war meine kleine Schwester an meinem Handy und das hat geschrieben. Es tut mir wirklich leid, wenn sie... Nö, eigentlich nicht. Alles gut, alles schick. Grüße gehen raus an deine kleine Schwester. 10 Uhr Vorstellung ausverkauft, 17 Uhr ausverkauft, aber meine 13:30 Vorstellung halb leer. Ach, interessant. Bei mir ging es halt erst 14 Uhr los, das war das Problem. So, Level Up für Mautzinger, nee, Kamalm, Entschuldigung. 10 Uhr Strange, dass der voll war. Ich wäre da auch hingegangen. So früh, also ich wäre so früh wie möglich hingegangen. Togedemaru, das Einigler-Pokémon. Bei Gefahr rollt es sich zusammen, stellt seine Rückenstacheln auf und schießt willkürlich mit Elektrizität um sich. Elektrostahl, UCI Hamburg. Ich wäre auch am liebsten in Berlin ins Cineplex, Dings gegangen hier. Wie heißt IMAX? Aber das hätte sich nicht gelohnt, so. Nur dafür, weil ich halt an einem Abend eh nochmal ein anderes Kino fahren musste. Habt ihr den IMAX geguckt? Ja, sehr geil. Das muss ich noch machen. Ich werd hoffentlich ins Berliner IMAX noch gehen und da noch den Film nochmal bauen. Ah ja. War schon geil. Das glaube ich. Und dass Tia dieses Pokémon mag, das glaube ich ja auch. Da sind wir auch auf. Das geht ja. Ottmarschen ist aber irgendwie teilweise auch schlecht, mit den Öffis zu erreichen. Kühl. Eben schnell mal einen Film schauen vor der Arbeit. Ich habe extra Urlaub genommen. Ich habe für heute meinen letzten Urlaubstag dieses Jahres eingeplant. Damit ich heute hingehen kann. So. You gotta do what you gotta do.
Eigentlich finde ich es recht hässlich. Das ist noch eine hässlichere Form von Habitak. Aber auch eine etwas süßere Form von Habitak. So, wir können unseren Pokédex heute richtig vollstopfen. Skellig, das Windel-Pokémon. Sie werden rasend schnell größer. Wenn sie aus Schädelwindeln herauswachsen, werden diese von jüngeren Nestgefährten getragen. Ich muss mal schauen. Oh. Ich habe nämlich hier noch die ganzen anderen Tickets für die nächsten Tage. Für jetzt, für morgen 20 Uhr und für Freitag 20 Uhr. Das ist 3D am Freitag. Das sind 5 Tickets, ne? Oder 4? Ne, 4 sind's. Das ist morgen Abend 20 Uhr in Englisch, in OV. Allerdings auch alles in 3D. Sehr ärgerlich. Und das hier sind die Tickets für nachher, oder? Ja, genau, 20 Uhr, 3D, Deutsch. Giga hat einfach den Saal jedes Mal leer gebucht. Ja, zumindest mit 5 Plätzen kannst du schon fast eine ganze Reihe nehmen, ne? Mit dem Auto geht klar. Cinemax Darmtor. Ich bin Cine-Stargänger, Leute. Ich habe auch meine Goldcard. Meine Goldcard. Da bin ich. Entschuldigt die Verspätung, Sekwitz. Kein Problem. Wir haben heute eher angefangen. Und es wird jetzt noch einen Fight geben. So viel sei gesagt. Eine nette Professorin. Einen Augenblick, bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Du kannst mit mir auch gerne mal einen Gesundheitscheck machen. Obwohl, ja, nee. Romina, vielleicht doch nicht. I don't know. Ich bin bisher mit der Schule noch nicht dazu gekommen, meinen Führerschein zu machen. Aber ich bin ja auch erst 19. Passt doch noch. I guess, ja. Also ich habe Kumpels, die haben es erst ganz viel später gemacht. Herr Bergmann hat seinen Führerschein ja auch nicht direkt gemacht, ne? Weil mit dem Geld kann man auch wichtigere Sachen kaufen. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, wir haben ein paar Trainer besiegt, wir haben ein paar Pokémon gefangen und wir quatschen immer noch über Kinobesuche und sowas. Riffix 43, Kramo 42, Angeberei brauchen wir nicht, das kann ich euch schon von vornherein sagen. Und Brimano, was auch immer das ist, will auch noch kämpfen. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor 9 Jahren im Kino, holy! Story interessant, dass Jar Jar Binks hinter all dem steckte, war schon unerwartet. Es war von Anfang an klar, dass Jar Jar Binks is the key to all this. Bergi hat den auch erst letztes Mal. Ja, Bergmann hat letztes Jahr, glaube ich, oder? War es sogar dieses Jahr erst? Ich glaube, es war erst dieses Jahr. So. Romina! Wenn es meinen Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Gib mir her die Kohle. Oh, ich bin froh. Wir haben heute einiges geschafft. Sehr, sehr nice. So, hier gibt es noch einen Sedimantur. Ich würde aber gerne das Item noch nehmen. Ein Leuchtstein. Dieser besondere hellleuchtende Stein hilft manchen Pokémon bei der Entwicklung. Sehr sweet. Aber Leute, an dieser Stelle speichern wir auch schon wieder, denn das war eine Kurzausgabe meiner Pokémon-Streams. Morgen machen wir es ähnlich. Wobei, da habe ich vielleicht sogar wieder Zeit für eine Stunde, das sollten wir hinbekommen. Auch nicht 19 Uhr, weil 20 Uhr muss ich ja wieder im Kino sein. Wenn dann vielleicht 18:30 oder so, mir vorgenommen. Ja, wir wechseln nochmal schnell in den Dings hier und ich sage natürlich auch Dankeschön an die Leute, die bei YouTube nachschauen. Gerne positiv bewerten, würde ich mir sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.